Mein Name ist Dietmar Spähnhoff, ich bin der stellvertretende Leiter der Feuerwehr Schwerte. Wir wurden zu einem Verkehrsunfall gerufen mit einer eingeklemmten Person. Das Fahrzeug ist von der Fahrbahn abgekommen, gegen einen Baum geprallt und die Fahrerin, eine junge Frau, ist dort im Fahrzeug eingeklemmt worden. Die erste Vorgangsweise war, dass wir eine Zugangsöffnung zum Pkw, also zu der Person, gemacht haben, dass die ärztliche Versorgung erstmal sichergestellt war. Wir hatten hier vor Ort zwei Notärzte gehabt, einmal den Boden gebunden und einmal einen vom Rettungshubschrauber. Ich gehe davon aus, dass die Person aufgrund der Schwere der Verletzung in ein Krankenhaus geflogen wird. Die Straße ist jetzt noch weiterhin gesperrt, zwecks Unfallaufnahme. Wir haben noch auslaufende Medien abgestreut. Die Bergung hat gut funktioniert. Wir haben das Ganze hinterher soweit schon durchgeführt, dass die Patientin nicht noch zusätzliche Verletzungen erlitten hat. Damit man weg.